Sag mal, hast du mir schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Nee. Naja, ich hatte ehrlich gesagt manchmal so das Gefühl, dass du... Naja, dass du dich so benimmst, als wenn du kommen würdest, aber gar nicht kommst. Wie benehme ich mich in deiner Ansicht nach? Das weiß ich eben nicht so genau. Okay, also wie benehme ich mich denn, wenn ich mich so benehme, als wenn ich kommen würde, aber gar nicht komme? Das weiß ich eben auch nicht so genau. Weil ich in dem Moment ja nicht weiß, ob du dich so benimmst, als wenn du kommst oder in Wirklichkeit wirklich kommst oder dich eigentlich nur so benimmst, als wenn du kommen würdest oder gar nicht kommst oder in Wirklichkeit überhaupt nicht kommst und dich nur so benimmst. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Können wir das nicht vereinfachen? Du sagst mir einfach, ob du mir schon mal einen Orgasmus vorgespielt hast oder nicht. Ja, wie gesagt, also nicht bewusst, aber es kann schon mal passieren, dass ich ganz ohne Orgasmus Geräusche mache, von denen du annimmst, dass man sie nur während eines Orgasmus macht und ich dir dadurch einen Orgasmus, den ich gar nicht habe, vorspiele, ohne es zu wollen. Wie soll ich denn jetzt einen echten vom vorgetäuschten Orgasmus unterscheiden? Ja, das ist einfach. Wenn du irgendetwas hörst, was du noch nie gehört hast, dann war es ein echter Orgasmus. So. Du meinst... Ja. Das vereinfacht die Sache wirklich ungemein. Fein. Wie man es nimmt.